Medienmacht ist ja für uns in der Medienregulierung das klassische Thema. Nur stellen sich heute eben ganz andere Fragen und manchmal ist es auch ganz sinnvoll, dass man zurückblickt. Ich habe mich erinnert an ein 50 Jahre altes Zitat, das ein ehemaliger Herausgeber der FAZ an den Spiegel geschrieben hat. Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Da die Herstellung von Zeitungen und Zeitschriften immer größeres Kapital erfordert, wird der Kreis der Personen, die Presseorgane herausgeben, immer kleiner. Damit wird unsere, gemeint ist die der Journalistenabhängigkeit, immer größer und immer gefährlicher. Bisschen überzeichnet, aber das waren die Sorgen in der Anfangszeit der Bundesrepublik. Ein weiteres Zitat ist mir eingefallen. Bundeskanzler Schröder hat ja einmal ein bisschen flapsig gesagt, zum Regieren braucht er Bild am Fernsehen und Glotze. Das ist durchaus eine ernsthafte Geschichte gewesen, denn das war 1997. 2005 hat die Kommission zur Ermittlung des Konzentrationsbedarfs die Fusion von Axel Springer und Pro7 1 zu 1 untersagt, aus diesem Grunde im Übrigen. Was sich ganz geändert hat, wenn Sie sich erinnern, ist es gerade einmal ein Jahr her, dass Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende dieses Unternehmens, um das es ja da auch ging in den anderen beiden Beispielen, einen Brief geschrieben hat an Eric Schmidt mit dem Titel »Warum wir Google fürchten«. Also heute haben wir andere Medienmächte, wir haben auch noch die klassischen noch, obwohl ich auch bei Rupert Murdoch feststellen muss, dass er nicht mehr ganz so die Wahlen in Großbritannien bestimmt, wie er das bei früheren Wahlen gemacht hat, aber das ist für mich auch ein Auslaufmodell. Wir haben die digitale Gegenmacht, über die Professor Pörksen uns unterrichten wird. Und wir haben natürlich einen viel besseren Zugang zu Informationen, auch dank der Suchmaschinen. Aber die Macht der Daten ist die zentrale Herausforderung. Die Frage, ist diese Macht beständig, muss sie kontrolliert und reguliert werden? Das werden wir auf mehreren Podien diskutieren. Der Machtbedarf der Begrenzung und Kontrolle, das ist die Grundlage unseres politischen Systems. Keine Macht gibt es auf Dauer. Es gibt die Checks and Balances und diese Kontrolle und zugunsten der Vielfalt muss es auch im Medienbereich geben. Da sind klassische Methoden häufig nicht mehr wirksam. Umso wichtiger müssen wir reden, auch streiten über die neuen. Und damit darf ich dann schon durch überleiten an Professor Pörksen für seinen einleitenden Vortrag.